So, ja, herzlich willkommen. Wir wollen pünktlich heute starten. Mein Name ist Frank Schelen, Gründer der Schelen-Gruppe. Und das Thema für heute ist Great Match or Poor Match. Im Zeitalter, wo wir mehr Zeit im Homeoffice verbringen und bei Online-Schulungen, passt dieses Format mit Sicherheit sehr, sehr gut. Mein Ziel ist es, Sie in neue Methoden einzuführen, wie Sie Talente identifizieren können, wie Sie Führungskräfte und auch die Kompetenzen der Führungskräfte besser sichtbar machen können und vor allen Dingen, wie Sie es auch matchen können. Wie weit haben die Führungskräfte in Ihrem Unternehmen das Set an richtigen Kompetenzen, die wir in Zukunft vielleicht immer mehr brauchen werden, wie das Thema Agilität oder auch eine Schlüsselkompetenz für Führungskräfte ist so das Thema Inspiring and Motivating. Und da gibt es eine interessante Studie, auf die ich eingehen möchte nachher. Wir haben eine Studie durchgeführt mit über 400 deutschen Führungskräften und haben gesagt, okay, gibt es irgendwas, was diese auszeichnet im Verhältnis zu amerikanischen und weltweiten Kollegen? Und da werden Sie sehen, dass wir in Deutschland immer noch Vorreiter sind, so in dem Bereich Fachkompetenz. Das heißt, die meisten Führungskräfte sind Führungskraft geworden, weil sie fachlich sehr, sehr gut sind. Aber leider hat Fachkompetenz nichts mit Führungskompetenz zu tun oder noch weniger mit Sozialkompetenz. Und hier möchte ich Sie mit auf den Weg nehmen, das Thema hier genauer zu beleuchten. Die Schelen-Gruppe ist ursprünglich 1990 gegründet. Wir haben seit 2004 ein Verfahren im Einsatz, das in Deutschland und auch bei dem Handbuch von Professor Lutz von Rosenstiel ja mehrfach vorgestellt und prämiert wurde. Das Verfahren ACES, wo wir schon sehr früh in der Lage waren, die Unternehmensstrategie in Kompetenzen zu übertragen. Und heute lösen wir das Thema ACES mit einem neuen Release, mit einer kompletten Talent Solution Plattform, wie man das Neudeutsch nennt, ab, wo Sie die Möglichkeit haben, bis zu 900 Kompetenz- und Jobprofile im System mit Ihren Kandidaten zu matchen. Sie sehen sofort, wer ist der richtige Kandidat und zwar nicht nur persönlichkeits- und kompetenzrelevant, sondern wir haben ebenfalls auch die Möglichkeit, Logik- und Ability-Tests mit einzubauen. Somit bekommen wir zum Thema digitales Assessment hier eigentlich eine sehr gute Übersicht, was den Kandidaten auszeichnet. Ja, ich würde sagen, wir beginnen doch gleich mit einem entsprechenden Einstieg in das Thema. Ich gebe Ihnen einen kurzen Einblick, wer ist Schelen, für die, die uns noch nicht kennen. Und dann eine interessante Studie, die wir mit Zenger Volkmann durchgeführt haben. Und dann möchte ich Sie in die neue Welt Outmatch einführen, um Ihnen zu zeigen, was dahinter steckt. Ja, genau. Wie sind wir positioniert? Wir sind dieses Jahr im 30. Jahr. Wir haben Jubiläumsjahr. Unsere Positionierung lautet, wir sind Businesspartner für menschliches und unternehmerisches Wachstum. Das heißt, wir schauen uns zum einen an, wohin entwickelt sich die Organisation, auch vor allen Dingen bei den ganzen neuen Themen, die wir hier haben, mit Digitalisierung, mit agilen Strukturen, mit den neuen Kompetenzen und auch Kernkompetenzen mit Globalisierung. Also wohin entwickelt sich das Unternehmen? Und uns interessiert, wie können wir die Menschen befähigen, diese Veränderung im Unternehmen mit den richtigen Kompetenzen dann ebenfalls auch mitzumachen. Also immer das Thema Mensch und Organisation im Zusammenspiel. Das ist das, wofür die Schelen-Gruppe steht insgesamt. Wenn wir von der Schelen-Gruppe sprechen, es sind hier verschiedene Unternehmen, die primär in der Dachorganisation unterwegs sind: Deutschland, Schweiz, Österreich. Wir haben die Schelen AG und von hier spreche ich auch heute direkt hier in Waldshut, Tingen an der Schweizer Grenze. Das ist unser Headquarter. Die anderen Organisationen sind Töchter der Schelen-Gruppe. Wir haben auf der einen Seite die Schelen AG Schweiz, wir haben die Schelen GmbH Österreich, wir haben die Tochter Insights, die für die Produktwelten zuständig sind. Wir haben die Firma Relief, das ist unsere neueste Tochter sozusagen. Da geht es um das Thema Stressmanagement und Leistungserhalt, auch
im aktuellen Zeitgeschehen ist das Thema Stress von außen eine Sache, aber die intrinsischen Stressoren, wie gehen wir damit um, ist eine andere Sache. Und Schälen Ursa ist zum einen unser Unternehmen, wo es um lizenzrechtliche Projekte geht, aber auch vor allen Dingen internationale Projekte. Zu meiner Person, ich habe das Unternehmen, wie gesagt, 1990 ursprünglich gegründet, betriebswirtschaftlicher Background. Ich war lange Zeit in einem großen Konzern in der Schweiz unterwegs, bin dort relativ noch jung in eine gewisse Führungsposition gehievt worden. Das war im Bereich Controlling. Da war meiner Meinung nach eher so ein gewisser Mismatch zwischen Kompetenz und Person und Job. Das waren drei Personen, außer Guten Morgen wurde da nichts gesprochen. Es ging viel um Zahlen, Daten, Fakten und Excel-Sheets. Nicht ganz so meine Welt. Ich glaube, meine Stärke liegt eher in der Arbeit mit Menschen. Auch eher mit einer starken Vision zu arbeiten, Eigenverantwortung zu übernehmen und unternehmerisch tätig zu sein. Mittlerweile führen wir das ein paar Jahre auch schon durch. Ich bin mehrfach ausgezeichnet im Top-Speaker-Bereich. Ich war lange Zeit beim Q-Pool 100 Präsident der Beraterorganisation, selbstverständlich auch im BDU und Club 55, die europäische Experten für Marketing und Vertrieb. Die Schälengruppe an sich, ich habe Ihnen die Länder ja schon aufgezeigt, Italien ist ebenfalls ein Land, in dem wir mit einem starken Kooperationspartner tätig sind. Das Bild wurde im Januar aufgenommen. Das war noch vor Corona. Da konnte man noch ein bisschen näher zusammenstehen und vor allen Dingen 130 Leute in einen Raum packen, wo wir Live-Schulungen und nicht nur Online-Schulungen durchgeführt haben. Es sind insgesamt 30 Mitarbeiter, 20 Trainer, Consultant und über 1200 Partner, Kooperationspartner, die auf unsere Tools und Diagnostik, Profiling-Tools zurückgreifen. Drei Bereiche, für die stehen wir. Der linke Bereich, und das ist unsere Kernkompetenz, unser USP, unser Alleinstellungsmerkmal, das ist der Bereich Profiling, das Thema, wir sagen immer so schön, messen und wiegen. Hier geht es um das Thema Verhalten, hier geht es um das Thema Motive, Werte, gebe ich Ihnen gleich noch einen stärkeren Einblick. Es geht um das Thema emotionale Intelligenz und da sind wir bei dem Thema ja auch schon, welche Potenziale hat jemand, der möglicherweise in Richtung Führung geht oder eben auch nicht. Und da wir in fachlichen Kompetenzen ja oftmals sehr gut sind, aber meistens bei emotionalen Kompetenzen ja nicht ganz so gut ausgestattet, haben wir hier Online-Assessments, mit denen wir diese Dinge sichtbar machen können. Assess-Kompetenzanalyse, Performance-Analyse 360, das wird das Thema von heute sein. Relief habe ich schon gesagt gehabt, das Thema Stress und Leistung. Und Zenker Volkmann, da haben wir die Möglichkeit, ein international validiertes 360-Verfahren benutzen zu dürfen, wo wir Führungskräfte benchmarken können zwischen guten und herausragenden Führungskräften, basiert auf einer Datenbasis von 80.000 Führungskräften. Also die linke Seite ist das Thema Messen und Wiegen. Dann kommt der Bereich Training, Coaching, das ist der mittlere Bereich. Natürlich entwickeln wir die Menschen dann nach ihren Potenzialen, ihren Talenten. Mein Ansatz ist immer so, die Berufung im Beruf zu finden. Das heißt, wenn Job und Person und Talent und Person und Job zusammenkommt, dann natürlich die gesamten Führungs-, Verkaufsausbildungen, Leadership-Ausbildungen und selbstverständlich auch das ganze Thema Coaching, Mentoring, die Begleitung von den Prozessen. Ganz rechts, dort sind wir in dem Bereich Consulting. Das ist der Bereich, wo wir Unternehmen eher strategisch begleiten, von der Vision, Mission hin zur Strategie. Wir begleiten Unternehmen und dort vor allen Dingen auch KMUs sehr stark in dem Bereich Veränderungsmanagement. Haben hier auch die neuen Themen wie Agile Leadership, Innovation und so weiter drin. Ganz wichtiger Bereich natürlich auch das Thema High Potential Talent Management. Hier haben wir auch die Möglichkeit über Online-Tools, aber auch über Assessment-Center, die digital unterstützt sind, solche Prozesse in Unternehmen zu begleiten. Genau, abgerundet mit einem ganzheitlichen Corporate Health Management. Das ist das, für was Schälen in der Gruppe steht. Das in 30 Jahren jetzt nahezu und in den primären Dachregionen. Genau, ich habe die drei Bereiche vorhin schon genannt. Ich möchte es aber hier nochmal etwas präziser sichtbar machen.
Wie definieren wir menschliches Potenzial? Auf der einen Seite haben wir rechts oben das Wie, das ist unser Verhalten. Die richtige Persönlichkeit, die richtigen Präferenzen einer Person zum Job, also der Buchhalter nicht im Vertrieb draußen vielleicht und der Vertriebler nicht in der Buchhaltung, der hätte wahrscheinlich eine sehr kreative Buchhaltung, aber wäre dann auch nicht die ideale Lösung, glaube ich. Das heißt, wir schauen uns hier an, welche Präferenzen, Vorlieben hat der Mensch, was zeichnet ihn aus, was wird jeden Tag vom Job, von der Position gefordert und wie weit passt das zusammen. Auch hier, glaube ich, ganz wichtig zum Thema Standortbestimmung mit der Insights-Potenzialanalyse, auch hier mal ein Bild zu bekommen, was ist mein Kommunikationsstil, was ist mein Führungsstil und wie kann ich den entsprechend authentisch auch nutzen. Das Thema Warum, Motive, da sind wir im Kulturbereich. Das zeichnet eine Führungskraft aus. Welche Werte sind die prägenden Werte? Und ein Konflikt auf der Verhaltensebene, wo wir ein Mismatch haben, ist eine Sache. Ein Konflikt, den wir auf der Motiv-Werte-Seite haben, ist eine viel größere Geschichte. Ein Konflikt auf der Werteebene heißt, das sind Grundüberzeugungen, die wir auch haben. Und das ist für mich auch der wichtigste Teil. Das heißt, wenn ich einen Bewerber einstelle, wäre mein Jobfit Nummer eins, wäre zu überprüfen, wie weit passt die Person zum Job, zur Tätigkeit. Das zweite ist, wie passt das Verhalten zu den Aufgaben. Und der dritte Bereich, über den werden wir ja heute primär sprechen, ist das der Bereich der Kompetenzen. Wie weit bringt die Person die entsprechende Führungskompetenz mit, die Sozialkompetenz, die für diese Position auch gebraucht wird. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich eher als CEO oder mittleres Management oder als Teamleiter tätig bin, brauche ich andere Kompetenzen. Mein Tipp ist immer, das vorher zu überprüfen, bevor es zu spät ist. Hier nochmal so das gesamte Portfolio auf einen Blick. Das heißt, wir haben im rechten Bereich, rechts oben das Insights-Rad mit der Persönlichkeitsstruktur. Wir haben rechts unten das Rad mit dem Diagramm unserer Motivanalyse. Wir haben oben in der Mitte das Thema emotionale Intelligenz, intrapersonell und interpersonell. Also wie weit bringt jemand auch die entsprechende Veranlagung mit? Wie gehe ich mit anderen Menschen und vor allen Dingen, wie gehe ich auch mit mir um? Heißt Selbstwahrnehmung, Regulierung und Empathie als Beispiel. Links, auf den Bereich links oben werden wir uns gleich konzentrieren. Das ist der Bereich der Führungskompetenz und Jobmatch. Das ist das Thema Outmatch, mit dem wir jetzt auch arbeiten. Und links unten die Darstellung der entsprechenden Stressoren für nachhaltige Spitzenleistung. Das ist so das Portfolio unseres gesamten Angebots auf der entsprechenden Toolseite. Und unser Beratungsansatz ist typischerweise bezogen, möglicherweise auf die gesamte Bandbreite unserer Tools. Schritt 1 ist das Thema Sollprofil. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden aus der Strategie Kernkompetenz Unternehmen abgeleitet, welche Führungskompetenzen brauchen wir? Dann haben wir einen eigenen Prozess entwickelt, den SSM-Prozess, Strategic Success Modeling-Prozess, wie der bedeutet, ist ein eintägiger Workshop, wo wir gemeinsam mit dem Kunden entsprechend die Strategie in Kompetenzen übertragen. Also das Wichtigste ist, ich muss erstmal wissen, welche Kompetenzen zeichnen den Erfolg in der Position aus. Punkt 2 ist der Ist-Zustand, die Aufnahme der Kandidaten. Also wir nehmen entweder bei Bewerbern oder bei bestehenden Kandidaten, mal nehmen wir Soll und Ist zusammen. Daraus sieht man den Gap, wie weit passt Person und Job zusammen. Und unsere Trainings- und Coaching-Lösungen, das ist dann Punkt 4, dann ist der Bereich, mit welcher Lösung gehen wir dann entsprechend vorwärts. Das heißt nicht Training nach Gießkanne, sondern hier haben wir eindeutig das Thema entsprechende Lösung, die bezogen auf die Kompetenzen vorne und auf die Gap-Analyse ausgerichtet sind. Last but not least haben wir rechts das Controlling, die Erfolgskontrolle. Das heißt, wir würden eine Eingangsmessung und typischerweise auch eine Ausgangsmessung machen. Und so sind alle unsere Ausbildungen und unsere Seminarmodule konzipiert. Also weg von Gießkanne, wir machen für alle was Nettes, sondern hinzu, was ist wirklich wichtig, was zeichnet uns aus, was ist tatsächlich auch erfolgsrelevant.
Ich fand dieses Statement ganz gut. Ob eine Organisation erfolgreich ist oder nicht, hängt mehr als von irgendeinen anderen Faktoren von der Qualität der Führung ab. Mein Statement ist immer, gute Mitarbeiter, High Potentials verlassen nicht das Unternehmen, sie verlassen die Führungskraft. Oder andersrum gesagt, gute Leute bleiben wegen der Führungskraft im Unternehmen. Ich bewerbe mich bei einem Unternehmen aufgrund der Marke, der Markenpositionierung. Ich verlasse das Unternehmen wieder, weil die Führungskraft oder meine direkte Bezugsperson eben das Vertrauen nicht da ist oder die Kompetenzen dann nicht da sind oder alles zusammen. Genau. Durch die Zusammenarbeit mit Zenger Volkmann in USA haben wir die Möglichkeit, auf 80.000 Führungskräfte weltweit zuzugreifen. Und ich bin ein großer Fan. Wir haben die Exklusivrechte von Zenger Volkmann für den deutschsprachigen Raum. Und ich bin ein Riesenfan von dieser Organisation, weil sie 80.000 Führungskräfte weltweit in der Datenbasis hat und Studien durchführt. Zum Thema links auf der Skala haben wir den Unternehmenserfolg. Und rechts haben wir dann die Führungseffektivität oder die Führungskompetenz, die wir dann entsprechend gewichten und die basieren auf 16 Führungskompetenzen. Natürlich werden einige sagen, es gibt sicher kulturelle Unterschiede, auch in der Führungskompetenz, auch in den Normwerten. Da haben Sie recht. Jedoch die Richtung ist immer identisch und es ist abhängig, wie stark oder wie schwächer ausgeprägt die Richtung ist. Aber grundsätzlich haben alle Studien in die gleiche Richtung dargestellt. Also, das heißt, was wir hier haben, und das ist für mich, wenn es um das Thema Schlüsselkompetenzen geht, eine sehr wichtige Grafik. Wir haben links die Skala von unten nach oben zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Engagement. Sie kennen sicher die Gallup-Studien, die ja schon gezeigt haben, dass nur 15% unserer Mitarbeiter wirklich für den Job brennen, motiviert sind, morgens aus dem Bett springen und 15% haben innerlich schon längstens gekündigt und die anderen sagen halt, ja gut, von irgendwas muss er leben. Und für uns war interessant zu überprüfen, welche Rolle spielt denn die Führungskraft, die Führungseffektivität oder die Führungskompetenz. Und was Sie unten sehen, sehen Sie die Skala, in verschiedene Töpfe sozusagen eingeteilt. Links haben wir die Führungskräfte, die einen relativ schlechten Kompetenzwert hatten. Rechts oben, die eine sehr hohe Führungskompetenz besaßen. Das ausgeglichen über 80.000 Führungskräfte. Sieht man, je höher die Kompetenz der Führungskräfte ist, umso intensiver, umso stärker ist auch die Zufriedenheit und das Engagement. Genauso geht es im Bereich der Kundenzufriedenheit. Schlechte Führungskräfte, obwohl sie nicht direkt den Kontakt zu Kunden haben, haben lediglich 36% Kundenzufriedenheit oder Percentile. Und die Top-Leute lagen nahezu bei dem Doppelten. Also wie gesagt, obwohl diese Führungskräfte nicht den direkten Kontakt zu den Kunden hatte. Aber ich sage immer, nur wenn die Mitarbeiter brennen, können sie auch Kunden anstecken und begeistern. Und das fängt durchaus immer wieder bei den Führungskräften an. Und last but not least, können wir hier auch sehr, sehr gut sehen, dass je stärker die Kompetenz der Führungskraft ist, und vor allen Dingen sehen wir hier nochmal einen Unterschied zwischen dem letzten und zweitletzten Wert. Eine Führungskraft, die gut ist, das ist jetzt so zwischen 80% und 90%, und eine Führungskraft, die herausragend ist, und ich zeige Ihnen gleich, was das bedeutet, dass das in Bezug auf Going the Extra Mile, Mitarbeiter, die bereit sind, nochmal so ein Quäntchen draufzulegen, wenn der Kunde mal einen besonderen Wunsch hat, da nochmal die Extra Meile zu gehen. Bei Führungskräften, die eine extrem hohe Kompetenz besaßen und nah an den Menschen dran waren, waren die Mitarbeiter sehr gerne bereit, genau diesen Sprung auch zu machen. Diese Studie, die Sie hier sehen, und übrigens bei den ganzen Unterlagen, die ich Ihnen hier zeige, haben Sie natürlich im Anschluss die Möglichkeit, dass wir Ihnen die zur Verfügung stellen, sodass Sie das dann in Ruhe auch nochmal nachlesen können. Hier sind unsere 16 Kompetenzen dokumentiert. Und das war eine Studie mit über 400 Führungskräften aus Deutschland. Und was Sie hier sehen, wo sind wir ganz gut? Initiative ergreifen, Integrität, Ehrlichkeit, was übrigens im Vergleich zu Amerika ein Riesenunterschied ist. Und dann an dritter Stelle kommt sofort Berufserfahrung, Fachkompetenz.
und dann nachher Problemlösungskompetenz. Da sind wir sehr, sehr gut. Was sind die Bereiche, die aber im unteren Drittel sind? Und das sind die, warum Menschen gerne für Führungskräfte arbeiten, warum sie auch committed sind. Entwickelt sich selber weiter. Ich glaube, das Schlimmste ist, eine Führungskraft zu haben, die von anderen Dinge fordert, die sie selber nicht lebt. Inspirieren und motivieren ist eine Schlüsselkompetenz weltweit, die mit allen Parametern, die ich vorher gezeigt habe, zusammenspielt. Ist an zweitletzter Stelle das Thema Zusammenarbeit, Team entwickelt und fördert andere Kommunikation. Das heißt, dort, wo wir die beziehungsorientierten Soft Skills Faktoren haben, da sind die Führungskräfte in Deutschland sehr weit abgeschlagen. Und das ist auch das Thema, warum es so wichtig ist, sie mit diesen Soft Skills auseinanderzusetzen. Übrigens, wir haben auch White Paper zu diesen ganzen Studien, also auch Dokumentation, die auch die Hintergründe noch weiter zeigen. Gut, gehen wir immer weiter. Das war so eher mein Heranführen an das Thema. Ich möchte Sie eher mal an das Thema so heranführen und aufzeigen, wie wichtig das Ganze ist. Ich fand Steve Jobs, der mit Sicherheit kein perfekter Manager war. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da gibt es auch in seiner Historie einiges darüber zu lesen, was so seine Plus und Minus waren. Er war sicher genial als Visionär. Er war extrem technisch qualitätsgetrieben. Sozialkompetenz vielleicht in manchen Dingen nicht ganz so gut. Aber ich fand sein Statement hier ganz gut. Es macht keinen Sinn, kluge Leute einzustellen und ihnen zu sagen, was sie zu tun sollen. Wir stellen kluge Leute ein, damit sie uns sagen können, was wir tun wollen. Die meisten Führungskräfte, die ich kenne, vor allen Dingen KMU-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, die sind stolz darauf, dass alles über ihren Tisch läuft, dass alles von ihnen entschieden wird. Und das sind dann die, die sagen, ich bin schon seit 5 Jahren nicht mehr im Urlaub gewesen. Ohne mich läuft hier nichts. Aber dass es ein Armutszeugnis ist und dass es nichts mit Führung zu tun hat. Ein Kollege von mir hat immer mal gesagt gehabt, eine echte Führungskraft ist erst jemand, der andere Führungskräfte hervorgebracht hat. Und da steckt mit Sicherheit sehr viel Wahrheit dahinter. Ja, lassen Sie uns das Thema Outmatch, und das Titel war ja Poor Match, Top Match, mal anschauen. Das heißt, wir haben ein neues Verfahren, das wir im deutschsprachigen Markt gerade am Ausrollen sind und am Einführen sind. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten hier verschiedene Ausbildungen, auch von Führungskräften, von Personalabteilungen, die dieses neue Verfahren jetzt auch sukzessiv einsetzen. Ich habe ja gesagt gehabt, seit 2004 arbeiten wir mit Assess zusammen. Und hier sehen Sie auch nochmal so die Entwicklung. Gründer der ganzen Organisation war Dr. Bigby, mit dem ich auch das Buch Thema strategisches Kompetenzmanagement gemeinsam geschrieben habe. Dann 2004 sind wir eingestiegen in das Kompetenzmessverfahren, haben es seitdem im deutschsprachigen Raum mit Sicherheit an 50.000 Führungskräfte ausgerollt, genutzt zum Thema Recruiting oder Entwicklung. Und 2015 ist das Thema Outmatch ins Leben gerufen worden, das heißt die Weiterentwicklung. Und mittlerweile hat das Unternehmen auch weitere Unternehmen dazugekauft, die in der Lage sind, Kultur zu messen, Kompetenzen zu messen. Und wir haben uns dieses Jahr auch in der aktuellen Situation entschieden, dieses WEPO-Konzept rechts oben, die haben ein digitales Video-Interviewing-System implementiert, das auch unseren Kunden anzubieten. Denn wir werden immer weniger vielleicht motiviert zu sein, weit zu reisen für ein Bewerbungsgespräch. Oder aber, dass wir virtuell hier auch alle Bewerber überhaupt mal oder auch Talente im Unternehmen auf ein gewisses Niveau bringen können. Mit Video, mit strukturiertem Interview, mit einer Emotionalisierung, was ich Ihnen gleich auch nochmal zeigen werde. Genau, also stecken 30 Jahre Erfahrung drin, mehr als 700 Kunden, 12 Millionen Analysen weltweit. Einige Kunden, die hier drauf sind, haben Sie sicher ja schon mal auch gehört. Für mich ganz wichtig, wenn wir über eine Kompetenz sprechen, und wir hatten ja vorhin den Kompetenzstern, den ich Ihnen gezeigt habe mit diesen drei Bereichen. Was zeichnet denn insgesamt eine Kompetenz aus? Eine Kompetenz ist etwas, was wir auch im Alltag erleben. Das heißt, zum einen spielt dort rein das Thema Fähigkeiten, Handwerkszeug. Das heißt also, besitze ich auch eine entsprechende Führungskompetenz? Das ist wie in jedem anderen Beruf oder wie im Verkauf. Da gibt es Abschlusstechnik, Einwandbehandlung,
und so weiter. Und es gibt bei Führung auch gewisse Führungstechniken, die ich einfach, das ist mein Handwerkszeug, was ich beherrschen muss. Dann haben wir das Thema Wissen und Erfahrung. Also auch, welche Erfahrung. Das eine ist, was ich weiß. Das andere aber, wie lange habe ich es auch schon getan? Welche Erfahrung bringe ich mit in der Arbeit mit Führungskräften oder mit Mitarbeitern? Das nächste ist eigentlich so das Persönlichkeitstraits, wie die Amerikaner sagen. Wie weit spielt meine Persönlichkeit da förderlich oder hinderlich in Bezug auf eine Kompetenz ein? Es kann sein, ich habe eine Kompetenz gelernt, aber meine Persönlichkeitsstruktur arbeitet jeden Tag dagegen. Nehmen wir als Beispiel Innovationskraft, aber Sie sind ein sehr introvertierter, strukturierter, auch neuen Ansätzen gegenüber sehr verschlossener Mensch, dann können Sie das natürlich technisch gelernt haben, aber Sie werden es trotzdem nicht tun, weil Ihre Persönlichkeitsstruktur dagegen arbeitet. Der Bereich Motivation, Persönlichkeitsstruktur, Soft Skills, auch emotionale Fähigkeit, das ist das, was wir mit Insights messen, das ist auch der orange Bereich. Und was wir mit Outmatch messen, sind die oberen drei Bereiche, die da primär reinkommen danach. Ich habe es für Sie auch nochmal hier zusammengefasst, wenn wir von Kompetenzen sprechen, von Führungskompetenzen, was ist damit gemeint? Da gibt es sicher auch kulturelle Ausprägungen, was mehr oder weniger ist, aber eine Kompetenz, das ist auch Verhalten, was wiederholbar ist, das auch auf gewissen Kompetenzen, Skills und so weiter zurückgeht, was eine Person entsprechend mitbringt. Genau, tauchen wir weiter ein in den Bereich Kompetenzmanagement. Ich möchte Ihnen ja in diesem Workshop oder in diesem Webinar einfach mal einen gesamten Einblick geben. Wenn wir dann Workshops in Unternehmen durchführen, tauchen wir dort natürlich ganz gezielt auch in die Praxis ein. Hier nochmal das typische Herangehen, wie ich es vorhin auch schon abgeleitet habe. Wenn wir uns mit Unternehmen zusammensetzen, was zeichnet eine erfolgreiche Führungskraft aus? Oder wir kriegen oftmals so die Anfrage, Herr Schälen, können Sie meine Führungskräfte mal fit machen, die führen nicht richtig. Und dann sage ich, okay, wie sieht denn Führung bei Ihnen aus? Welche Kompetenzen müssen die Führungskräfte denn wirklich beherrschen? Und hier sehen wir das eigentlich sehr gut, dass wir dann erstmal einen Schritt zurückgehen müssen, weil die meisten Unternehmen meiner Erfahrung nach wissen gar nicht, welche Kompetenzen es wirklich sind. Und wenn ich nicht weiß, welche Kompetenzen es sind, kann ich schlecht auch danach Leute einstellen oder Talente identifizieren oder auch entwickeln. Das heißt, Schritt 1, dann brauchen wir auch jemand aus dem strategischen Management. Wir schauen uns an, wie die Vision, die Mission und die Strategie des Unternehmens aussieht, also die Kernkompetenz des Unternehmens. Und unser Ansatz ist dann der, dass wir diese Strategie, Vision, Mission dann auch in Verhalten, Werte und Kompetenzen runterbrechen, um es dann greifbar zu machen. Das ist ein Prozess, den wir top-down vorantreiben. Manchmal ist es ein Workshop, der sehr schnell geht. Wir haben aber auch schon Workshops gehabt, die bis Mitternacht gingen, weil wir unterschiedliche Führungskräfte, Inhaber, Vorstellungen, auch so das Thema Nachfolgeregelung, wie führt man in Zukunft und so weiter, wo viele Dinge hier zusammengekommen sind. Aber dieser Prozess ist sehr wertvoll und es hilft uns, eigentlich die Schlüsselkompetenzen hier zu definieren. Drei Schritte, ähnlich wie ich es vorhin aufgezeigt habe. Schritt 1 ist Benchmark, erstmal festzulegen, welche Kompetenzen sind es. Dann das zweite, Measuring, dann auch zu messen, nachdem ich weiß, welche Kompetenz ist, wo steht der Kandidat. Und der dritte Bereich, erst dann gehen wir in die Qualifizierung rein. Also erstmal gemeinsames Definieren, wie sieht Führung bei uns und vor allen Dingen nicht gestern und nicht heute, sondern vor allen Dingen in Zukunft aus. Und dann messen und entwickeln. Genau, hier vielleicht noch so ein kleiner Überblick. Welche Themen finden wir aktuell im Arbeitsmarkt? Klar, wir haben einen angespannten Arbeitsmarkt, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Talente zu bekommen, High Potentials zu bekommen, die richtigen, innovativen Menschen, die auch mit agilen Strukturen und Prozessen umgehen können, ist mit Sicherheit keine Situation, die ganz entspannt ist. Dann natürlich das Thema Personalentwicklung und Talentmanagement, also hier erstmal die Talente identifizieren und sie dann bezogen auf die Kompetenzen richtig zu entwickeln. Und last but not least, was natürlich immer wichtiger wird, ist natürlich auch die Unternehmensagilität, diese Workforce Agility. Auch hier, es hat ja nicht nur mit einer
Kompetenz. Man kann also hier nicht eine Führungskraft schnell in ein Seminar schicken und wird mal ein bisschen agiler und vor allen Dingen macht die Prozesse und das Unternehmen mal agiler. Da arbeiten wir natürlich sehr stark gegen Gewohnheiten von Menschen. Und was natürlich wichtig ist, es sind viele Dinge, die zusammenkommen. Es ist mit Sicherheit auch ein Kulturthema. Wie gehen wir damit um? Das heißt, oftmals die Hierarchie wird auch sehr stark eingedampft. Die Prozesse sind kürzer. Die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, als Beispiel. Dieses Jahr wechseln wir ja unser Office und haben uns dort so mit dem Thema Smart Office, New Work auch auseinandergesetzt. Und das bedeutet nicht nur, dass wir hier Open Space haben und diese Think Tanks und diese unterschiedlichen Kommunikationszentren als Räumlichkeit, sondern es braucht ja auch ein Mindset, es braucht auch die Führungskräfte, die in der Lage sind, da entsprechend mitzugehen. Generell, wenn wir über so Recruiting oder Talent Solution sprechen, da gibt es hier verschiedene Module, die wir insgesamt anbleiben. Ich glaube, wichtig ist, so eine komplette Talent Solution heißt, die Unternehmen komplett bei der Definition, Identifikation und so weiter zu begleiten und zu helfen. Das heißt, wir haben ganz links haben wir das Thema Bewerberauswahl. Bei dem Konzept, was ich Ihnen vorstelle, haben wir hier 900 Jobprofile, auf die wir zugreifen können, wo wir schon mal eine sehr gute Kompetenzanalyse, Feedback bekommen. Dann der zweite Teil, und da laden wir Sie auch aktuell gerne mit ein, wenn Sie Interesse haben, ist Video-Interviewing. Auch schon viel früher Kandidaten in den strukturierten, emotionalisierten, digitalen Prozess einzuladen, wo die Leute dann auch vom CEO, von meiner Person zum Beispiel, begrüßt werden, in den Imagefilm reinkommt und wir dann strukturiert Interviews durchführen und das sammeln. Dann haben wir das ganze Thema Referenzcheck. Wenn ich weiß, welche Kompetenzen, dann kann ich und wo gewisse Gaps sind, kann ich da natürlich auch gezielt nachfragen. Dann haben wir das ganze Thema der Profile insgesamt hier auch ein Bild zu bekommen, auch gewisse Logiktests, verschiedene betriebswirtschaftlichen Tests, die wir hier mit einbauen können und last but not least natürlich auch so ein Cultural Check, wo wir da überprüfen können, wie weit passt jemand zur Kultur. Das sind alles Module, die wir anbieten, die wir individuell für Sie zusammenstellen können. Genau, also das heißt, Sie kriegen eine Antwort in Bezug auf Talentauswahl, Entwicklung und vor allen Dingen die interne Identifikation von der bestehenden Mannschaft. Genau, wie sieht das Ganze aus? Wir kommen mal vom Abstrakten hin zum Spezifischen. Das Verfahren, was wir hier haben, was kompetenzbasiert ist. Auf der einen Seite haben wir hier die Interviews. Das heißt, wie führe ich ein Interview? Wie strukturiere ich es? Welche Kompetenzen muss ich abfragen? Welche Kompetenzen werden auch vom System her bereits dokumentiert? Und wo kann ich gezielt auch nachfragen, bezogen auf die Kompetenz? Also hier bekommen Sie eine komplette Vorlage, bezogen auf die Schlüsselkompetenzen. Jemand einzustellen ist aber Teil 1. Der Teil 2, der mindestens so wichtig ist, ist das Thema Onboarding. Das heißt, da werden dann die meisten Fehler gemacht. Der Kandidat sitzt am ersten Tag dann schon am Arbeitsplatz und nichts ist vorbereitet. Und viele sagen, oh, du bist schon da, wir haben noch gar nicht mit dir gerechnet und so weiter. Solche Scherze. Die ersten 30 Tage sind übrigens prägend für die Zukunft. Das heißt, auch hier werden die Weichen gestellt. Hier, wenn ich weiß, was der Kandidat an Stärken mitbringt und was er möglicherweise an Stolpersteine mitbringt, kann ich ihn da natürlich auch unterstützen. Und der nächste Schritt ist dann nachher auch in der Entwicklung in seine Position. Wie können wir ihn da gezielt fördern? Und alle drei Bereiche werden in diesem System eigentlich dargestellt. Aber gucken wir uns das System generell mal an. Das heißt, das Assess-Outmatch-Verfahren, das neue Assess haben wir ja schon seit vielen Jahren im Einsatz, habe ich die Möglichkeit Mobile First sozusagen. Das heißt, ich kann, egal wo ich bin, kann ich das Verfahren entsprechend einsetzen. Je nachdem, welches Modul wir aufgeschaltet haben, wäre es theoretisch von 10 Minuten bis zu 2 Stunden modular einsetzbar, je nachdem, was wir da so alles an zusätzlichen Tests mit freigeschaltet haben. Feedback ist auch von den Bewerbern und vor allen Dingen, wenn wir über Generation Y sprechen, dass viele halt auch sagen, Mensch, über so einen professionellen,
emotionalen Einstieg bin ich auch erstmal positiv dem Arbeitgeber gegenüber eingestellt. Viele Menschen sehen so ein Online-Assessment auch bedeutend positiver als ein AC, wo ich meine langweilige Postkorbübung vielleicht wieder machen muss, die ich schon an der Uni auswendig gelernt habe und so weiter. Und 63% ziehen das auch in einem klassischen AC dann vor. Das heißt also, wir beginnen hier mit einer hohen Professionalität und Emotionalisierung. Grundsätzlich bei solchen Verfahren hat das Unternehmen natürlich den Vorteil, dass ich schon, bevor ich den Kandidaten auch getroffen habe und wenn ich das virtuelle Interview mit dranhänge, habe ich hier schon eigentlich, bevor ich den Kandidaten oder bevor ich entschieden habe, den Kandidaten einzuladen, habe ich hier schon einen sehr guten Feedback zum Match, Poor Match oder guten Match beispielsweise. Das heißt, egal welches Device, ich habe hier das Ganze schon mal entsprechend vorbereitet und Vorteil für den Kandidaten auch da höhere Effizienz, objektivere Entscheidungsgrundlage, also nicht nur bauchorientiert, passt jemand oder passt nicht. Wie heißt es so schön, in den ersten 30 Sekunden beim Bewerbergespräch wird entschieden, ob der Nasenfaktor passt und die nächste Stunde versucht man dann, ich sage mal, etwas objektivierbarer nachzulegen, wie weit mein erster Eindruck auch richtig war. Und das ist auch der Grund, warum viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Ich stelle oftmals Kandidaten ein, die mir sympathisch sind. Aber die Frage ist ja, Sympathie ist eins, aber wer ist der Richtige für den Job, ist ja nicht nur sympathieorientiert. Employer Branding, auch da klar, das gesamte Konzept mit Outmatch ist so aufgebaut, dass sie ihr CI, ihre Logo-Welt, sogar Videos, Imagefilme und so weiter in das System integrieren können, sodass wir so eine Candidate Experience von der ersten Minute aus dann mit eingebaut haben. Ja, dann gehen wir doch mal Schritt für Schritt weiter. Wenn wir über Kompetenzen sprechen, dann haben wir auf der linken Seite die Persönlichkeitsmerkmale. Hier fragen wir Denkstil, Arbeitsstil, Beziehungsstil insgesamt über 20 Parameter ab. Da ist so das Thema drin, Multitasking, Stresstoleranz, wie gehen wir mit unseren Entscheidungen vor? Sind wir eine sehr reflektierende, intuitive Person? Welches Umfeld brauche ich auch? Kann ich mich selbst organisieren? Ich habe auch so diese Persönlichkeitsmerkmale, Optimismusgrad und so weiter, was wir hier mit drin haben. Dann haben wir die in der Mitte, die Kompetenzen. Da haben wir diese 900 Kompetenz-Jobprofile und wir haben eine Bibliothek von 43 Schlüsselkompetenzen, auf die wir zugreifen können. Und die weiteren Module, die wir dann andocken können, wäre dann nachher das Thema abstraktes Denken. Das sind die Fähigkeiten, Zahlenverständnis, Leseverständnis und wenn es sein muss, auch das Vertriebsverständnis. Also wir bekommen damit einen schon ganz guten Gesamteinblick. Das Ergebnis wird entsprechend in einem PDF oder eigentlich noch viel mehr in einem interaktiven Link entsprechend zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir sehen hier auf einen Blick sofort, was sind meine Stärken und was sind möglicherweise potenzielle Defizite auch. Und das ist wichtig, auch das recht früh zu erkennen. Ist es eine Persönlichkeitsdimension oder ist es eine Kompetenz beispielsweise? Der zweite Part hinten dran, was wir modular mit aufschalten können, ist dann, hat derjenige, und da ist es je nachdem, für welche Position, macht keinen Sinn, dass wir hier alles durchschleusen. Und die Frage wäre zum Beispiel, wie weit hat jemand ein entsprechendes, und das ist je nach Job, je weiter wir nach oben gehen, natürlich ein gewisses Zahlenverständnis, wie weit bringt jemand ein gewisses logisches Denken mit, Leseverständnis, auch so wie das Thema abstraktes wahrnehmen. Und das Letzte hier, das abstrakte Denken hier, auch diese Problemlösungen und so weiter, wäre ein weiteres Modul. Das heißt, wir können bezogen Persönlichkeit, Kompetenz, sowie auch weitere Module, je nachdem, wenn jemand Richtung Buchhaltung unterwegs ist, betriebswirtschaftlich, dann sind die logischen Dinge vielleicht wichtiger. Und wenn es Richtung Sales geht, dann habe ich da auch wiederum andere Themenfelder. Genau. Kommen wir doch zu dem Ergebnis. Wenn Sie das ausgefüllt haben, der Fragebogen, sagen wir mal 15 bis 45 Minuten im Schnitt, dann haben wir sofort ein Ergebnis auf einen Blick. Wir haben oben in dem entsprechenden Report vom System her, und man könnte hier von einer Art künstlichen Intelligenz sprechen,
sehe ich auf einen Blick wie so ein Sternesystem bei TripAdvisor oder bei einer Hotelbewertung. Okay, wie groß ist die Übereinstimmung, der entsprechende Match? Ich sehe links, wie viel Prozent bezogen auf Verhalten, das wären jetzt hier 90%, ist verhaltensrelevant. Und wie viel, das wäre die Vertriebskenntnis, ist relevant, danach bezogen auf den Job hier. Das ist, glaube ich, ein Job als Sales Manager. Und daraus prozentual gewichtet das System danach diese entsprechende Bewertung. Bei dem Kandidat haben wir eine große Übereinstimmung. Gleichzeitig kann ich, wenn ich einen Kandidaten im System habe, kann ich den gegen unterschiedliche Jobprofile, die ich vielleicht im Unternehmen oder Jobpositionen, die ich offen habe, matchen. Oder umgekehrt, ich kann einen Job gegen verschiedene Kandidaten laufen lassen. Das heißt, ich habe hier ein komplettes Dashboard, habe hier die Möglichkeit, sofort alles sichtbar zu machen, dokumentierbar zu machen. Kern der ganzen Outmatch-Geschichte ist das Thema 43 Schlüsselkompetenzen, 20 Persönlichkeitsmerkmale, die wir hier besitzen. Und wir haben hier auch nochmal kategorisiert nach dem Denkstil, Arbeitsstil, Beziehungsstil, Kompetenz oder dann persönlichkeitsrelevant. Das sind die Hintergründe und die werden dann nachher in unserem System, hier bei dem Recruiting-System, sofort auch mit entsprechenden Normwerten verglichen. Sie sehen das hier als Beispiel Vertriebskenntnis. Sie sehen die Männchen grün. Und blau sind sie in dem Normkategorie und das sind validierte Erfolgsprofile. Da sehe ich sofort, passt der Kandidat in Bezug zu dieser Angelegenheit, zu diesem Jobprofil oder nicht. Hier als Beispiel nochmal die Zusammenfassung. Stellenübereinschreibung, Übereinstimmung. Ich habe links den Kompetenzbereich, ich habe in der Mitte mathematisches Denkvermögen, rechts Abstraktionsvermögen. Das heißt, ich habe drei Kategorien, die ich überprüfen kann in Bezug zu einer Position. Manchmal ist es auch nur eine Kompetenz, manchmal ist Persönlichkeit relevant, manchmal sind es mehrere Dinge. Und hier in dem Fall habe ich alle drei Bereiche und daraus gibt es dann nachher ein Gesamtprofil. Hier auch weiter. Im Anschluss bieten wir sofort an, auch ergänzend zu dem Bewerbergespräch, vor allen Dingen dort, wo wir Defizite bei den Kompetenzen identifiziert haben, ein strukturiertes Bewerberinterview mit draufzusetzen, dass ich nicht pauschal alles nachfragen muss, sondern ich gehe ganz gezielt dort rein, wo die entsprechenden Gaps dann auch tatsächlich sind. Bei dem Entwicklungsbericht, das wäre dann der Bericht, wenn ich den Kandidaten eingestellt habe, habe ich hier sofort Tipps und Empfehlungen, wie kann ich den Kandidaten weiterentwickeln. Wo sind die Stolpersteine, wo kann ich ihn, wenn er ongeboardet ist sozusagen, danach auf die nächste Ebene führen. Auch hier sehen Sie es danach, wir haben einmal diese Interview und die Entwicklungsleitfäden. Das heißt, jeder bekommt sofort individuell auf seine Situation bezogen die entsprechende Unterstützung mit Tipps und Empfehlungen. Und vor allen Dingen da, wo wir auch Gaps sehen, wie kann ich die Lücke schließen, so nennen wir das bei den Entwicklungsberichten, wo ich sage, da haben wir ein Gap, da können wir entsprechend unterstützen. Ja, jetzt für die, die schon vorher vielleicht mit Erfahrung mit unserem Assess-Verfahren gesammelt haben, die kennen links, das war das Profil, wie wir bis jetzt gearbeitet haben. Das Ganze ist natürlich modernisiert, vereinfacht, neu validiert, die ganze Geschichte, alt-neu, wie ich es vorhin vorgestellt habe. Oder auch hier nochmal zusammengefasst, so der Unterschied zwischen Assess und Outmatch. Bei dem bisherigen Assess haben wir die klassischen Reports, die sehr ähnlich sind. Bei Outmatch bieten wir kein 360 an im Moment, da sind wir noch an der Lösung dran. Die ganzen Zusatzmodule und so weiter fehlen natürlich beim bisherigen Verfahren komplett. Da haben wir den absoluten Mehrwert. Auch hier die Gegenüberstellung Kompetenz und Kompetenzmodell alt, rechts, links. Und wir haben hier natürlich der Riesenunterschied zu dem bisherigen Assess-System, die Möglichkeit, dann sofort auch mit weiteren Modulen hier entsprechende Abgleichs durchzuführen. Genau, dann vielleicht noch abschließend die Übersicht zu dem Dashboard. Das heißt, das Unternehmen, das es dann entsprechend einsetzt, hat die Möglichkeit,
Links unten Invite Candidate, da gebe ich den Namen ein, E-Mail, drücke auf den Knopf, dann kriegt derjenige das Kompetenzprofil zum Beantworten mit den Modulen entsprechend zugeschickt. Wir können dann sofort auch eine komplette Verwaltung machen. Hier als Beispiel haben wir 2500 Kandidaten bei dem Kunden im System drin gehabt. Und wir können hier sofort gucken, Hierarchie, was sind die besten, wer hat am besten abgeschnitten und so weiter. Wir haben hier ebenfalls die Möglichkeit, auch sofort die gesamte Verwaltung über das System durchzuführen. Einmal zu sehen, okay, wer hat schon ausgefüllt, wie ist die Bewertung, kann ich dem nochmal einen Link zuschicken, soll ich den Kandidaten einladen und so weiter. Also wir haben hier im Prinzip einen kompletten Bewerbungsverlauf, der hier dokumentiert ist. Alle Selektionsmöglichkeiten, wie ich welchen Kandidaten suchen will. Ich kann hier einen Kandidaten auch gegen mehrere Jobprofile laufen lassen, als Beispiel und umgekehrt. Das sind alles so die Möglichkeiten, die wir so mittlerweile als selbstverständlich sehen. Das war so die Kompetenzplattform. Ich hoffe, ich konnte in der Anfangsphase auch generell aufzeigen, wie wichtig das Thema Führung ist. Bei vielen Unternehmen ist das Führungsthema immer noch so ein bisschen ja nice to have. Wenn er es halt hat, hat er es. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hier können wir wirklich einen strukturierten, strategischen Prozess mit Assess-Outmatch, mit der schälenden Erfahrung zusammenbringen, mit der entsprechenden Tool-Landschaft. Wir bilden Personalverantwortliche aus. Unsere Berater sind ebenfalls fit im Thema und können Sie da insgesamt begleiten. Auch durchaus, wenn es rein um ein AC oder ein Talent-Bewertung geht, stehen wir da gerne für Sie zur Verfügung. Was ich am Anfang angesprochen habe, die Outmatch-Plattform bietet zwei Möglichkeiten. Einmal das Thema Messung von Kompetenzen und auf der anderen Seite haben wir ein neues Verfahren. Das haben wir jetzt ganz aktuell frisch in den deutschsprachigen Markt gebracht. Das nennt sich Video Interviewing. Das heißt, bevor ich den Kandidaten wirklich jeweils live gesehen habe, haben wir hier eine Möglichkeit, dem entweder mit einem App in Verbindung oder mit klassischen PCs einen Link zuzuschicken. Dort wird er persönlich begrüßt. Dort führen wir einen Imagefilm vielleicht durch und wir haben dann bezogen auf die Schlüsselkompetenzen, über die ich gerade eben gesprochen habe, dann ein strukturiertes Interview, das er entsprechend machen muss. Und diese Ergebnisse laufen dann bei uns im Unternehmen also auf Dashboard auf und können dann sofort bewertet werden. Also natürlich Zeitersparnis extrem positiv. Und auch die Kandidaten haben hier schon mal einen sehr, sehr positiven Eindruck von der ganzen Geschichte. Das heißt, wir können theoretisch ein Live-Interview machen, aber das ist, glaube ich, recht unkompliziert und können das aufzeichnen. Wir können aber das Wichtigste oder Spannendste ist eigentlich dann vorab individuell aufgezeichnete Videos, wie Sie es hier sehen. Oder ich zeige Ihnen gerade mal hier so ein Beispiel. Das heißt, Sie können per Drag and Drop, können Sie sofort verschiedene Fragen, Videos und so weiter zusammenstellen, die Sie den Kandidaten zuschicken und sofort haben Sie einen standardisierten, professionellen Experience-Prozess, wie die Kandidaten den durchlaufen und vor allen Dingen jeder durchläuft den gleichen Prozess. Damit sind die Kandidaten auch direkt miteinander vergleichbar und bewertbar, bevor Sie den Kandidaten live bei sich im Unternehmen gesehen haben. Und hier hätte man dann zum Beispiel ein Dashboard. Sie können es auch an weitere Kollegen sofort schicken, wo Sie dann sagen, was hältst du davon? Oder wir sehen hier, Sie können jede Beantwortung, können Sie dann mit Farben und Sternchen markieren. Somit sehen Sie sofort, welcher Kandidat in Bezug auf den auf die Bewertung, hat hier am besten abgeschnitten. Und das in Kombination mit unserem Kompetenzmanagementsystem hilft Unternehmen natürlich hier in einem digitalen Zeitalter sehr professionell, sehr effektiv hier entsprechend aktiv zu sein. Ja, von meiner Seite her, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen sehr guten Einblick in die Welt von Schälen und in die Welt von Assess entsprechend geben. Gerne, wenn Sie Fragen haben, mir auch per E-Mail gerne zuschicken, die ich auch gerne beantworte. Und ich würde Ihnen zum Schluss vielleicht auch gerade noch ein paar Referenzen zeigen, welche Art von Unternehmen, die wir weltweit begleitet haben, nutzen dieses Verfahren schon. Und das kann ich Ihnen hier nochmal kurz zeigen. Das heißt, American Airlines zum Beispiel hat es für das gesamte Leadership Development Programm durchlaufen lassen. Ich glaube, das sind fast 100.000 Leute, die durch dieses Programm gelaufen sind, die dann auch eine Bewertung bekommen haben.
individuelle Kompetenzbewertung, ein E-Learning-Training und gleich dann auch eine Begleitung. Dann HCNA, auch hier die Frage war, die Führungskräfte zu identifizieren und für die Zukunft auszurichten. Das haben wir damals mit einer 360-Grad-Bewertung gemacht. PwC als Beispiel, auch hier die Frage war, Unternehmen zu unterstützen. Welche Führungskräfte oder welche potenziellen Kandidaten können wir identifizieren und auch weiterentwickeln? Also das Verfahren hat mit Sicherheit hier schon sehr viel Erfahrung hinter sich danach und vor allen Dingen hier auch bei American Airlines. Dass die Frage war ja, okay, wie ist das Ganze angekommen? Wie viel Prozent der Kandidaten haben es als wichtige Leadership-Entwicklung betrachtet, auch als Standortbestimmung, um sie gezielt abzuholen und in diese Richtung zu entwickeln? Wir in der Schelen-Gruppe haben hier eine kleine Übersicht, welche Unternehmen haben bereits diese Verfahren im deutschsprachigen Raum eingesetzt. Schon seit vielen Jahren wird es fest benutzt, um Potenziale zu identifizieren, Talente zu identifizieren, die Führungsentwicklung darauf strategisch auszurichten und natürlich auch das Recruiting entsprechend zu professionalisieren. Schelen selber, ich habe Ihnen ja vorhin einen kleinen Einblick gegeben, wir wurden letztes Jahr mit dem Top Consultant Award zum zweiten Mal hier vor großer Bühne sozusagen auch ausgezeichnet für die Arbeit, die wir zu diesen Führungsthemen auch regelmäßig bringen. Diverse Publikationen zu den Themen existieren ebenfalls. Rechts ist mein Buch zum Thema kompetenzorientierte Unternehmensentwicklung. Hier geht es um das Thema, was ich Ihnen jetzt eben vorgestellt habe. Links ist das Buch von meinem geschätzten Kollegen Herr Dr. Zenger und Dr. Volkmann von Zenger Volkmann. ZF, Extraordinäre Leadership, das ist ein komplettes Leadership-Programm, was wir basierend auf Kompetenzen dann entsprechend anbieten. Und mein Lieblingsbuch, ich glaube, 7. Auflage mittlerweile, was ich mit meinem Freund und geschätzten Kollegen Alexander Christiani herausgebracht habe, ist das Thema Stärken, Stärken. Ich glaube, das Thema war noch nie präsenter, noch nie wichtiger wie heute, dass wir der Wettbewerbs- oder der USP, das Alleinstellungsmerkmal eines Unternehmens, sind heute nicht mehr die Produkte, sondern es sind die Menschen, die an Bord sind mit den richtigen Kompetenzen. Und ich glaube, da gibt es mit Sicherheit noch einiges zu tun. Ja, mein Statement generell ist, das Vermögen Ihres Unternehmens ist das, was Ihre Mitarbeiter vermögen. Willkommen im Zukunftsbusiness. Ich hoffe, ich konnte Ihnen eine kleine Idee geben, wovon wir hier sprechen, wie wichtig das Thema Kompetenzen auch ist im Unternehmen, auch dass das Thema Führungskompetenz oder Führungskraft nicht dem Zufall überlassen sein sollte, sondern dass man das mit modernen, innovativen Tools strategisch auch in einem Unternehmen ausrollen kann. Und mein Versprechen zu diesem Webinar hier, wenn Sie mir eine E-Mail machen an meine direkte E-Mail-Adresse fs@schelen-institut.de, Stichwort Outmatch Kompetenzanalyse, das heißt, was wir machen, wir verlosen diverse Analysen für die Kandidaten, die jetzt bei den Webinaren dabei waren. Selbstverständlich auch ein kurzes Mail machen, dass Sie sagen, einmal die Präsentation, dass Sie sagen, das White Paper zu den Studien. Gerne auch, wenn Sie sagen, Thema interessant, können wir das firmenintern mal präsentieren. Auch da bitte einfach eine Information zuschicken. Und vor allen Dingen, wenn Sie bei der Verlosung mitmachen, haben Sie die Möglichkeit, so eine komplette Analyse von Outmatch mal zu durchlaufen mit einem persönlichen Rückmeldegespräch von uns. Also hier reden wir im Prinzip von einem Wert von 490 €, dass Sie das komplett selber mal erfahren können, also sozusagen auch eine Probefahrt entsprechend machen können. Ansonsten besuchen Sie mich gerne per Xing und LinkedIn, geben Sie uns Feedback, auch wenn Sie gerne über weitere Informationen von uns informiert werden wollen, sind Sie gerne dabei, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Hat mich sehr gefreut, toi toi toi, alles Gute und ich gerne beantworte ich auch Fragen, die Sie mir per E-Mail dann zuschicken. Alles Gute, ich wünsche Ihnen
Alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Ihr Frank Schillen.